Hallo und willkommen zu einem neuen Schminktutorial. Als erstes trage ich die Nivea Creme ganz langsam und sanft in mein Gesicht auf. Alle Produkte findet ihr unten in der Infobox. So, als nächstes nehmt ihr euch den pinkfarbenen EOS und schmiert ihn auf die Lippen. Und verreibt das dann. Dann nehmt ihr euch dieses Ding und macht braune Farbe ins Gesicht und ein Kreuz auf die Stirn und einen kleinen Ziegenbart. Dann schmiert ihr was davon auf den tropfenförmigen Schwamm und verteilt es. Verteilt es so schnell ihr könnt, im ganzen Gesicht. Als nächstes nehmt ihr das Manhattan Puder, kippt davon was in den Deckel und verteilt es mit einer Puderquaste im Gesicht. Als erstes auf den Wangen, dann auf der anderen Wange. Macht das ganz schnell, damit es so schnell wie möglich fertig ist. Dann nehmt ihr euch einen Tuschkasten mit einem Pinsel und malt die Augenbrauen schwarz an. Ganz schwarz machen. Dann noch die andere Augenbraue. Ja. Fertig. So. Als nächstes nehmt ihr einen kleinen Augenbrauenkamm und kämmt einmal die Augenbrauen durch. Dann nehmt ihr einen noch viel größeren Tuschkasten, wo die Farbe fast leer ist, und nehmt einen braun, um die Wangenknochen zu kontikurieren. So, das malt ihr alles an. Ihr müsst euch dabei aber beeilen, ganz schnell, so wie ich. Und dann verteilt ihr es mit einem größeren Pinsel. Schnell. Ich mache das echt schnell. So, wenn das fertig ist, greift ihr noch einmal zu dem Tuschkasten und nehmt diesmal die weiße Farbe. Macht genau das gleiche nochmal. Ganz schnell verteilen, um die Wangenknochen zu kontikurieren. Dann nehmt ihr einen. Das sieht aus wie ein Babylips und macht es auf die Augenlider. Babylips ist aber ein was anderes. Und verteilt das nochmal mit dem tropfenförmigen Schwamm. Damit alles frisch und schön aussieht. Dann nehmt ihr euch einen winzig kleinen Tuschkasten und macht das nochmal in diese Augenhöhlen, Lücken, Dinger. Mit einem kleinen Pinsel. Und da kommt nochmal der andere Tuschkasten zum Einsatz. Mit der silbernen Farbe. Und damit malt ihr nochmal die Augenlider an. So, macht es schön schnell, nicht ordentlich, lieber schnell. So, als nächstes macht ihr den Eyeline-Strich. Ihr müsst aufpassen, dass er richtig on point ist. Auch mit den Wings, die ihr euch malt. Alles on point sein. Malt euch den einen Wing auf der linken Seite. Und schließlich, sobald der fertig ist, noch den auf der rechten Seite. Man sieht, die sind sehr gut gelungen. So, dann nehmt euch die Mascara, um eure Augenbrauen zu maskarieren. Und das macht ihr mit den oberen und unteren Augen. Wimpern, das sind Wimpern, das sind gar keine Augenbrauen. Und dann nehmt ihr noch den Lip Liner, um die Lippen zu linen. Halt einmal komplett um die Lippen rum und dann bricht euch der Lip Liner ab, aber das sollte so sein. Als nächstes nehmt ihr euch den pinkfarbenen Lippenstift. Schließlich lächelt ihr noch einmal in die Kamera, macht eine schöne Pose, eine süße Pose und fertig ist das Make-up. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!